Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der wunschgetreuen Tesch-Sparte. Mein Name ist Chris und das ist die Philips Series 3000. Diesen Rasierer haben wir für euch getestet und alle unsere Erkenntnisse seht ihr jetzt hier in diesem Video. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Auf geht's mit der Philips Series 3000. Bevor wir zum Praxistest kommen, geben wir euch erstmal einen Überblick zum Produkt und zwar im Punkt Ausstattung und Technik. Beim Philips handelt es sich um einen sogenannten Rotationsrasierer. Er verfügt daher, wie der Name schon andeutet, über insgesamt drei rotierende Klingen. Diese Präzisionsklingen sind zum einen in bewegliche Teller eingebaut und zum anderen auch in sich flexibel. Zusammen mit dem ebenfalls beweglichen Scherkopf kann der Rasierer sich dadurch an die Gesichtskonturen anlegen. Der Rasierer kann sowohl zur Trocken- als auch zur Nassrasur verwendet werden und ist wasserdicht, sodass er auch unter der Dusche zum Einsatz kommen kann. Für Feinheiten oder zum Vortrimmen ist ein Präzisionstrimmer in das Gerät integriert. Dieser kann bei Bedarf ausgeklappt werden und wird nach getaner Arbeit einfach wieder zurückgedrückt in seine Ursprungsposition. Der Akku bringt im Vergleich mit anderen Rasierern auf dem Markt eine recht ordentliche Leistung mit. 60 Minuten Rasurzeit hat man hier mit einer vollen Ladung zur Verfügung. Ebenso lange, also 60 Minuten, braucht es dann, um den Akku wieder voll aufzuladen. Sollte es mal knapp werden, verfügt der Rasierer noch über eine Quick-Charge-Funktion. Das heißt, man lädt in 5 Minuten auf und erhält dadurch immerhin ausreichend Power, um einen kurzen Rasurzyklus zu bewältigen. Verfolgen kann man den Akkustand über das Display. Hier werden drei Abstufungen angezeigt, sodass man gut einschätzen kann, wann das Gerät ans Netz muss. Einen Netzbetrieb gibt es dem entgegen leider nicht. Der Rasierer wird entsprechend nicht funktionieren, wenn er sich im Lademodus befindet. Anders als die meisten anderen Rasierer hat der Philips 3000 leider keine Tastensperre. Das wäre sicher wünschenswert gewesen, ist aber aus unserer Sicht in dieser Preisklasse noch zu verschmerzen. Was den Lieferumfang angeht, haben wir ein einfach gehaltenes Standardpaket mit dabei. Das heißt, neben einem Netzteil liefert Philips noch einen schlichten Reisebeutel sowie eine Schutzkappe für die Klingen. Und das war's dann auch schon. Übrigens, den Link zum Rasierer findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und sofern es weitere interessante Ausstattungsvarianten gibt, werden wir auch diese für euch verlinken. Im Praxistest haben wir uns den Rasierer dann erstmal aus der Nähe angeschaut. Verarbeitungstechnisch gibt's hier nichts zu meckern. Alle Teile passen gut zusammen und machen einen ordentlich gefertigten Eindruck. Speziell bei Philips Rasierern muss man zwar dazu sagen, dass die Produkte etwas fragiler wirken als die Konkurrenzgeräte von Braun. Letztendlich gibt's aber dafür höchstens einen Abzug in der B-Note. Ansonsten sehen wir bei der Series 3000 ein ergonomisches Design mit einem rutschfesten Gummigriff, wodurch der Rasierer an sich gut und sicher in der Hand liegt. Dennoch muss man das Ganze etwas relativieren. Im Vergleich, beispielsweise zur Series 5000, wirkt der Rasierer schon irgendwie etwas klein und klobig. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sich am früheren Design der Philips-Geräte nicht wirklich viel verändert hat, wie man auch im direkten Vergleich zum alten Philly Shave unseres Produkttesters gut erkennen kann. Der Philips 3000 ist vom Handling her demnach schon ein bisschen wie früher, was aber auch für den günstigen Preis auf jeden Fall noch klar geht. Was Bedienung und Handling angeht, profitiert der Rasierer davon, dass Klingen und Kopf beweglich sind. Dadurch fährt er das Gesicht gut nach und schmiegt sich an die Konturen an. Das ist ein grundsätzlicher Vorteil, den die Rotationsrasierer mitbringen, weshalb sie gerade an verwinkelten Stellen, wie beispielsweise am Kinn, ganz gut funktionieren. Nachteil ist dem entgegen, dass Rotationsrasierer im Gegensatz zu Folienrasierern etwas schwerer zu führen sind. Denn um den Rasierer effektiv einzusetzen, muss man mit einer speziellen Technik rasieren, bei der man in kleinen, kreisförmigen Bewegungen über die Haut geht. Man gewöhnt sich zwar mit der Zeit an diese Technik, es ist aber schon nicht immer so einfach hinzubekommen und geht auch mit der Zeit etwas in die Arme. Ansonsten gibt's bei der Bedienung aber nicht viel zu beachten. Alles funktioniert an sich einfach und intuitiv. Lediglich beim Rasiererkopf hätten wir uns noch etwas mehr Beweglichkeit gewünscht. Aber auch das lässt sich in dieser Preisklasse noch aushalten. Ein nützliches Extra in der täglichen Routine ist dagegen der integrierte Präzisionstrimmer. Dieser macht seine Arbeit unserer Meinung nach auch sehr gut. Schade ist, dass man ihn nur von oben ansetzen kann. Setzt man von unten an, klappt der Trimmer einfach weg und kann somit nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden. Schöner hätten wir es gefunden, wenn der Trimmer sich beim Ausklappen in alle Richtungen fixieren würde. Eine große Stärke des Series 3000 ist, dass man mit dem Gerät sehr angenehm arbeiten kann. Es ist mit 187 Gramm vergleichsweise leicht, hat zudem kaum Vibration im Handstück und auch die Klingen sind nach 2 bis 2,5 Minuten Rasurzeit bestenfalls lauwarm auf der Haut. Auch ist der Rasierer mit um die 59 Dezibel einer der leisesten in unserem Test. Lediglich das Geräusch könnte etwas angenehmer sein. Er klingt ein wenig hochfrequent und irgendwie ein wenig hakelig. Im Großen und Ganzen ist es aber in Ordnung und hat uns nicht allzu sehr gestört.
Und nun schauen wir mal, was unser Kollege Chris so zu erzählen hat. Der hat die Series 3000 nämlich für uns im Alltag auf die Probe gestellt und dabei einiges an Erfahrung gesammelt. Ja, nun habe ich über Wochen hinweg zig verschiedene Rasierer getestet und dabei vor allem erstmal eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Und das gilt im Grunde genommen für alle Rasierer, die ich getestet habe, nämlich glaubt nicht an die Werbung. In der Werbung wird einem suggeriert, dass man im Grunde einmal drüber geht und alle Haare sind weg. Und dem ist nicht so. Und zwar egal, ob ihr einen habt für 50 Euro oder einen für mehrere hundert. Ja, und was heißt das jetzt genau? Also im Grunde ist es so, dass es zwischen den einzelnen Rasierern schon Unterschiede gibt. So im Sinne von, der eine rasiert ein bisschen besser und der andere rasiert ein bisschen schlechter. Aber alle haben das gleiche Grundproblem. Das heißt, sie rasieren zwar, aber an bestimmten Stellen, wie zum Beispiel am Hals, da bleiben dann doch mal ein paar Haare stehen. Von daher würde ich euch empfehlen, und das gilt für alle Geräte, rasiert euch in relativ kurzen Intervallen. Also sprich täglich oder zumindest alle 2 Tage. Und wenn ihr das nicht könnt oder wollt, dann trimmt den Bart zumindest einmal vor und macht dann im Endeffekt mit dem Rasierer nur noch den Feinschliff. So, kommen wir ganz konkret zum Philips 3000 und ja, ich gehe die Punkte einfach mal durch. Erster Punkt, ich finde, der fühlt sich angenehm an auf der Haut und ich finde auch ein bisschen besser als die braunen Geräte. Zweiter Punkt ist, um die Klingen herum habe ich, ja, wie soll man sagen, keine großen Aufbauten und das sorgt dafür, dass wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe und mich rasiere, dass ich sehr gut sehen kann, wo ich gerade arbeite. Dritter Punkt ist das Sicherheitsgefühl und das ist aus meiner Sicht sehr hoch. Also ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, mich damit irgendwie schneiden zu können oder es hat auch ehrlich gesagt nicht ein einziges Mal geziept, also das war alles in Ordnung. Auch was das Thema Hautirritation und Rötung angeht, bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil es ist ja ein relativ günstiges Gerät. Da hätte ich jetzt irgendwie mit, ich sag mal, mehr Schaden an der Haut gerechnet. Wo das Gerät leider Abstriche machen muss, ist dann beim Rasurergebnis. Versteht mich jetzt nicht falsch, also er kriegt den Bart ab, aber eben, ja, wie soll man sagen, da gibt es halt einfach Geräte, die können es ein bisschen besser. Wie war die Nassrasur? Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, den ich sag mal, geräteübergreifend beantworten kann, weil es da aus meiner Sicht gar nicht so große Unterschiede zwischen den einzelnen Rasierern gab. Was ich dazu sagen kann ist, ja, kann man machen und ja, funktioniert auch. Aber man muss sich auch fragen, macht das denn überhaupt Sinn? Und das ist eben das große Aber an der ganzen Geschichte. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mir jetzt da schon irgend so einen Schaum ins Gesicht schmiere, dann kann ich auch gleich einen Nassrasierer nehmen und habe dann im Endeffekt auch direkt ein besseres Ergebnis als mit dem Elektrorasierer. Einen Vorteil hat das Ganze dennoch, und zwar für all diejenigen, die sich gerne unter der Dusche rasieren wollen. Und zwar schneidet man sich damit nicht so schnell. Ich möchte jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass man sich damit gar nicht schneiden kann, aber eben nicht so schnell wie mit so einem Nassrasierer. Und das ist natürlich gerade dann cool, wenn man unter der Dusche steht und keinen Spiegel zur Verfügung hat. Und nochmal zur Erinnerung. Den Link zum Rasierer findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Damit der Rasierer möglichst lange seinen Dienst verrichten kann, ist es natürlich wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen. Dafür drückt man einfach auf den kleinen Knopf an der Vorderseite, der Scherkopf springt auf und man hat die Möglichkeit, das Ganze vorsichtig auszuklopfen und anschließend unter fließendem Wasser auszuspülen. Grundsätzlich ist das alles easy und kein Problem. Auf der anderen Seite finden wir aber, dass die Konstruktion etwas bruchanfällig wirkt und auch das Ausklopfen mit dem ausgeklappten Scherelement nicht so gut funktioniert. Man kann das Scherelement mit etwas Kraft zwar abziehen, die Verbindung hätte man aus unserer Sicht aber auch einfach weglassen können. Kommen wir zu den Klingen. Und wie das bei Klingen so ist, werden diese irgendwann stumpf. Der Hersteller empfiehlt daher, alle 24 Monate das Klingensystem zu wechseln. Bis dahin sollte man aber eigentlich Ruhe haben. Die verbauten Klingen sind selbstschärfend und wirken dadurch dem Verschleiß entgegen. Kommen wir zum Fazit. Mit der Philips Series 3000 bekommt man einen Rasierer der günstigen Preisklasse, der in einigen Punkten dieser Einordnung sogar übertrifft. Zugegeben, Netzbetrieb, Tastensperre, ein paar mehr Features und mehr Teile beim Zubehör. Ja, das wäre schön gewesen. Aber im Gesamtpaket macht das Gerät gemessen am Preis einen guten Job. Es ist angenehm auf der Haut, man sieht gut, wo man arbeitet und auch in Sachen Hautirritation und Rötung hat uns der Rasierer gut gefallen. Unserer Meinung nach rasieren die etwas teureren Serien noch etwas besser. Aber um ehrlich zu sein, braucht man jetzt nicht zwingend Unmengen an Geld auszugeben, damit die Rasur als brauchbar bezeichnet werden kann. Im Gegenteil.
Auch mit der Series 3000 wird das Ergebnis aus unserer Sicht alltagstauglich. Wer also nach einem günstigen Standardgerät sucht und sich zudem mit Rotationsrasierern und der damit verbundenen Rasurtechnik wohlfühlt, der wird mit diesem Rasierer sicher zufrieden sein. So, diesen Rasierer haben wir für euch gecheckt. Wenn euch das Produkt interessiert, dann schaut mal unter dem Video in die Beschreibung, dort haben wir es für euch verlinkt. Ansonsten bleibt gerne nochmal kurz dran, denn in der Endcard haben wir noch ein paar interessante Videovorschläge.